Soll ich mir Sorgen machen, weil die Direktorin uns sehen will? Wird schon. Also jetzt kommen, die Leute warten bereits. Was? Wer wartet? Herzlich willkommen an unserer Schule! Ist nicht wahr. Ich habe jetzt Drescher erwartet. Ja, ja, das haben wir für dich vorbereitet, als ich dich zum Kümmelspalten geschickt habe. Unser feiner Herr Prinz ist vielleicht Besseres gewohnt, doch leider gibt's nur Sekt statt Champagner. Bitte habt Nachsicht mit uns. Und das Essen haben fast alle selbst gemacht. Nur meins ist aus der Dose, also lass besser die Finger davon. Alles klar? Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Welcome-Partys und überhaupt, naja... Oh Mann, reiß dich zusammen, Lisha, und bring's hinter dich. Ich leg jetzt los. Also pass gut auf, ich werde das nicht noch einmal sagen. Du hast dem Land alle Ehre erwiesen. Yes. Was Lisha damit ausdrücken will, ist, dass sie dich sehr mag und schätzt. Und sie möchte sich auf diese Weise bei dir bedanken. So ist sie nun mal. Wie, wo, was? So ein Blödsinn, laber nicht. Wenn ich das meinen würde, hätte ich das auch so gesagt. Mein Glückwunsch, Luxi. Wie mein? Ach so, das ist aber nett. Danke dir. Nimm gefälligst deine dreckigen Griffel vom Buffet, du Fass ohne Boden. Und hör auf, mich so blöd anzuglotzen. Hier mal beißen. Das darf nicht wahr sein, mir platzt gleich der Kragen. So, meine Lieben, jetzt hat jeder mal seinen Senf dazugegeben. Wie wär's, wenn wir jetzt die Korken knallen lassen? Ja, saufen! Na dann, Prösterchen! Prösterchen! Schaut ihn euch an. Was für ein selbstgefälliger Schleimbeutel, eklig. Kotzbrocken. Hoch die Tassen! Du, sorry, dass ich dir wieder auf den Keks gehen muss. Aber der Berg an Aufträgen wird höher und höher und immer schwieriger abzuarbeiten, weißt du? Oh je, entschuldige. Ich muss mir wohl mehr Mühe geben. Ich hab ne Idee. Wir werden diese öde Fete mit einem Spiel ein wenig aufpeppen. Wer hat Lust, bei Heuer den Luxi mitzumachen? Also ich nicht. Wenn, dann lieber hau den Luxi. Und hier ist auch schon das Auftragspamphlet, für das Lux eine ganze Woche lang euer Hausaffe sein wird. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Sichert euch puren Luxus, inklusive allem, was dazugehört. Ja, wie? Habe ich hier auch noch was zu melden? Lies dir die Regeln gut durch. Eine Stunde, nicht länger. Wenn du Schwein hast, wirst du beim Versteckspiel ja gar nicht gefasst und kannst dich danach ruhig in die Koje hauen und entspannen. Hä? Dann ran an den Speck! Oh Mann, jetzt schnell die Beine in die Hand nehmen und ab dafür! あふれた感情もっとも笑い群れに抱いた僕らの幻想消えない朝に怯えていても時が無情に過ぎてくだけ進めよう歩くがまま今こそ Alles muss versteckt sein. Weit kann er nicht gekommen sein. Na warte, wir finden dich. Psst, ich habe da was gehört. Oh, ich werde hier meine runde Wurzeln schlagen. Sicher ist sicher. Da sitzt aber jemand in der Klemme. Spaß dir. Dank mir später, wenn das hier vorbei ist. Ach so, ja, danke. Vielen Dank. Hör zu, eigentlich will ich dich nicht mit nervigen Fragen löchern. Aber der schwarze Held lässt mich einfach nicht mehr los. Jetzt nicht gleich den Kopf hängen lassen. Das Geheimnis des schwarzen Helden ist bei mir sicher aufgehoben. Nochmal, danke. Nichts zu danken. Das, was ich dich fragen will, betrifft Bahamuts göttliche Fähigkeit. Würdest du sie mir für meine Forschungszwecke erklären? Aber klar doch.
Also diese göttliche Fähigkeit heißt Reload on Fire und ja, naja, was soll ich noch groß dazu sagen? Sie verdichtet halt die eigene Zeit und... Jackpot, du bist volle Möhre in die Falle getappt! Edgy Bitch, du Trottel bist echt mega drauf reingefallen! Sowas aber auch. Lässt du mich denn gehen, wenn ich dir den Sklavenvertrag gebe? Na Logo, und zack! Was wird das bitte? Na, ich mach die Wiege! Das war ganz schön knapp. Ich muss wirklich besser aufpassen. Hey, Luxi. Ach du grüne, meine Philly! Mir ist gerade fast das Herz in die Hose gerutscht. Meine Schwester hat mir was zu mimmeln angeboten, wenn ich dich fange. Immer diese korrupten Lehrkräfte. Da ich dich aber mag, werde ich es kurz und schmerzlos machen. Bist du bereit? Aber ja, du hast einen griffigen Kerl. Ich habe ja auch den schwarzen Gürtel in Judo. Ich freue mich schon auf die Mümmelmasse. Wenn du willst, können wir sie uns gerne teilen. Nee, lass stecken. Ah, da ist es ja. Tut mir leid, sorry. Wir sehen uns dann später. Tschüssilein. Philly hat Hunger. Nur noch 10 Minuten. Dann ist der Spuk endlich vorbei. Oh. Dann mach ich mal so lang ein Nickerchen. Das wäre die Chance gewesen, Lokutti zu schreiben. Ja, schade drum. Beim nächsten Mal halt. Och nee, Mist, verdammter. Wurscht, wir haben Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel die reparierten Drag Rides. Die müssen noch ausgiebig getestet werden, wisst ihr? Ach du dickes Ei. Ist das hier etwa die verfluchte Mädchenumkleide? Was mache ich denn jetzt? Wir müssen aufpassen, dass sich dieser Lux-Type hier nicht rumtreibt. Der ist ein Stinktier und ein ausgekochtes Schlitzohr, glaubt mir, Mädels. Stimmt, der lässt garantiert nichts anbrennen. Wir müssen tipptopp auf der Hut sein. Quark, der ist so zahm wie eine Schmusemuschi. Lux könnte doch keiner Fliege was zuleide tun. Yes, Lux ist so stark wie ein Bär und Fixie Foxy wie eine Gazelle. Also wir vertrauen ihm. Jetzt fühle ich mich schuldiger als eine Frau im Pfannkuchenladen. Sehr sesam. Wo steckt denn das Drag Ride Lehrbuch? Das ist bestimmt hinter dieser Kiste. Doch nicht diese hier, oder? Kamasutra, der Wachturm, Krieg und Frieden. Oh. Was ist denn los? Hast du ein Gespenst gesehen? Schon gut, es ist nichts. Na? Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich noch was Wichtiges zu erledigen habe und deshalb am Training nicht teilnehmen kann. Ach Zoe, dann viel Spaß damit. Wir sehen uns. Die Luft ist rein. Pass das nächste Mal besser auf. Ein paar davon sind echt scharf drauf, dir den Marsch zu blasen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Du brauchst dich auch nicht mehr zu verkriechen. Wirf mal einen Blick auf die Uhr. Die Zeit ist längst um. Alles gut also. Stimmt, du hast recht. Du warst hoffentlich nicht so verpeilt und hast den Wisch irgendwo liegen lassen. Aber so hohl bist du bestimmt nicht. Zeigst du ihn mir? Oh, claro, ich bin doch ein helles Köpfchen. Hier. Merci. Sag mal, ist die Uhr etwa kaputt? Game over, mein Hasi. Du darfst mir jetzt eine Woche lang die Füße massieren und den Abwasch erledigen. So schlau wie ein Lux bist du gar nicht. Hä? Von wegen Game over, die Zeit ist längst um. Da guckst du was. So leicht kann man dich reinlegen. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich hab dir doch gesagt, du sollst besser auf dich aufpassen, sonst fällst du noch irgendwann auf die Nase. Keine Angst, du musst nicht abwaschen. Ich will, dass du für eine Woche lang mein Lover bist. Das schaffst du doch, oder? Mensch, Bruder, du tappst von einem Fettnäpfchen ins nächste und die Akademie zerreißt sich mal wieder das Maul über dich. Du hast es aber echt eilig mit dem Heiraten. Ach Mann, du verstehst mal wieder gar nichts. Ich habe Kulzifer gar nicht gefragt, ob sie mit mir gehen will, claro? Mir ist es völlig egal, was du in deiner Freizeit so treibst. Aber vergiss bitte nicht, dass uns das Wasser bis zum Halse steht. Menno, du hörst mir gar nicht zu. Da seid ihr ja endlich. Ich habe auf euch gewartet. Ach, die kenne ich doch. Gut erkannt. Diese Flöte hat der Kommandant des Ritterordens benutzt, gegen den du letztens gekämpft hast. Mithilfe dieser hat er den Ibiss gesteuert und beinahe alle getötet. Ich schätze, dass sie der Schlüssel des Ganzen ist und wir somit in das Innerste der Ruinen gelangen.
Schon bald wird der Ritterorden die Ruinen erforschen, Lux. Ich möchte, dass du dich vergewisserst, dass die Flöte wirklich der Schlüssel des Ganzen ist. Hast du das verstanden? Na, warum ich? Es ist ernst, ich bitte dich darum. Verstanden. Na also dann, jetzt schlaf mal gut, Schwester. Bitte mach keine Dummheiten, wenn du dich in deine Rolle als ihr Geliebter stürzt. Ach, das mit Kruhlziffer wird schon schief gehen. Nimm das doch nicht so auf die leichte Schulter. Kruhlziffer ist eine Austauschschülerin aus dem Reich Ymir. Ich kann sie schlecht einschätzen. Ich fürchte, sie verheimlicht irgendetwas. Na schön. Dann ist es jetzt an der Zeit, dir meinen Auftrag näher zu erläutern. Also schön zuhören. Ja, geht klar. Ich bin eine Austauschschülerin, das weißt du, oder? Ja, ich habe gehört, du bist die Tochter eines Grafen aus dem Reich Ymir. Hör zu, es gibt einen Grund, weshalb ich ins neue Königreich gekommen bin. Ich soll mir hier auf der Akademie einen reichen Macker suchen, der sich in mich verliebt, mir einen Antrag macht und mich heiratet. Eine Ehe auf politischer Basis. Ich hoffe, der Schock sitzt nicht zu tief. Ich weiß nicht. Das sieht einem Prinzen aus dem alten Kaiserreich aber gar nicht ähnlich. 90% der adligen Ehen sind eben genau so zustande gekommen. Auch wenn es für klare Verhältnisse sorgt, ich will dem so lange wie möglich entgehen. Jedenfalls so lange, bis ich mein persönliches Ziel erreicht habe. Dein persönliches Ziel? Was denn? In ein paar Tagen. Da kommt ein Butler aus meinem Elternhaus, den kann ich gar nicht ab. Er wird den Fortschritt meiner Verlobungsdings da überprüfen und Bericht erstatten. Jetzt fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren. Du willst, dass ich den Pinguin an der Nase herumführe. Kluges Bürschchen. Aber wie stellst du dir das vor? Wie soll das ablaufen? Ich hatte noch nie eine Freundin. Ein Schimpanse wäre besser geeignet, glaub mir. Ich hab Schimpanse schon gefragt, hat abgelehnt. Komm mal näher. Was ist denn? Jetzt bloß nicht den Schwanz einziehen, Lochi. Wenn du nicht spürst, sage ich den Mädels, dass du sie vorhin in der Umkleide angegeilt hast. Das stimmt doch gar... Okay, ich gebe mein Bestes. Die beiden Turteltäubchen scheinen sich ja ganz gut zu verstehen. Ah, jetzt verstehe ich das. Mann, bin ich nur Hohlbirne. Danke für deine Hilfe. Ich bin in Bio echt eine Niete. Hättest du mir nicht geholfen, hätte ich das immer noch nicht kapiert. Nichts für ungut, habe ich gern gemacht, ehrlich. Oh. So, aha, was macht unser Lux hier zu später Stund? Hoffentlich nichts Schmutziges. Wir haben gepaukt, und zwar mit diesem Buch hier. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich auch nichts machen. Dann macht jetzt Feierabend, ihr bekommt sonst viereckige Augen. Und sucht euch fürs nächste Mal ein anderes Plätzchen. Hey, was ist denn los, Fili? Du siehst ja hundemüde aus. Oh, Lisha hat mich geweckt. Hey! Was wird denn das? Mach die Fliege, Flittchen! Ah ja, verstehe. Ich leg mich dann mal aufs Ohr. Nix, ah ja und bla bla. Mhm. Hältst dich wohl für ganz clever. Dann zieh dir mal das hier rein, Sister. Ich hab mit Lux schon Patschehändchen gehalten. Na, da guckst du was. Was ist denn? Hirnverstopfung, geht mal zum Onkel Doc. Ihr steht da wie die Kühe auf der Weide. Lux ist mein Hasibärchen und ich werde ihn auch ganz sicher nicht teilen, ihr Gänse. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kenne mich mit den Liebesgesetzen nicht so aus. Aber sag mal, ist Händchenhalten hier wirklich so etwas Besonderes? Sicher nicht. Keine Sorge, Lisha hat selbst keinen Plan von den hiesigen Liebesparagraphen. Echt nicht. Sag mal, Lisha. Dir ist klar, dass wir uns küssen müssen? Ja, was ist denn das wieder für eine blöde Frage? Natürlich weiß ich das aber sowas von. Für wie doof haltet ihr mich? Ja klar, Knutschi-Knutschi nach der Hochzeit. Und Knickknack-Knutschi-Pups, wenn man Kinder haben will. Und sonst, ja, war es das auch schon. Von wegen, dir hat doch noch keiner erklärt, wie sowas wirklich abläuft. Was hast du denn? Luxi hat mir damals eine Knutsche... Mensch, jetzt sei doch ruhig. Das muss dir doch keiner erfahren, du spinnst wohl. Dann jetzt ab in die Haier, wir müssen morgen früh raus. Für unser Date müssen wir ausgeschlafen sein. Stimmt, geht klar. Nee, oder? Sorry für die Verspätung. Also, wollen wir los? Kann es sein, dass du mit Absicht so dick aufträgst, um Aufsehen zu erregen? Gut erkannt, Süßer.
Die Leute kaufen uns das Schauspiel sonst nicht ab. Alles muss so echt wie möglich wirken. Das Kleid drückt mir die Luft weg. So viel Pampelmuse in der Bluse, echt nervig. Los geht's, hinterher! Und wo soll's hingehen? Wir kaufen dir erstmal was Schickes zum Anziehen. Herzlich willkommen! Oh krass, sieht echt teuer aus hier. Da du ein ehemaliger Prinz bist, dachte ich, dass du solche Läden gewöhnt bist. Überhaupt nicht. Solche Läden sind mir ein Gräuel, kann ich gar nicht haben. Das ist schön. Da haben wir was gemein, das freut mich. Ach ja? Wenn ich schon die Pinsel reden höre, hoben sie die Robe auch in Größe 48? Luxi hat sich nackig gemacht. Mensch, was machen die denn da? Ich kann nichts erkennen. Beehren Sie uns mal wieder. Wow, sogar maßgeschneidert. Nichts zu danken. Der formelle Umhang hat dir aber auch echt gut gestanden. Man merkt, dass du ein ehemaliger Prinz bist. Ich freue mich schon, wenn du ihn bald tragen kannst. Dann kannst du deine alten Lumpen endlich wegschmeißen. Nicht, wenn du meinetwegen betteln gehen musst. Mach dir da mal keine Sorgen. Mein Vater hat im Moment die Spendierhosen an. Also alles im Lot. Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. Also Zeit, was zu essen. Was ist denn los? Habe ich was in meiner Visage? Nö, wieso? Ich habe seit gestern tierische Nackenschmerzen. Jetzt mal Spaß beiseite. Als deine Geliebte habe ich ein Anrecht darauf, dich so viel anzuschauen, wie ich möchte. Alter Scherzkeks. Sag mal, was dagegen, wenn wir hier in der Ecke eine Kleinigkeit schnabulieren? Uff, keine Ahnung. Ich habe mich nämlich nur auf dich konzentriert. Also, jetzt ist aber mal gut. Es macht so viel Spaß, dich zu piesacken. Schön ruhig bleiben. Unsere Leute haben die Waffen auf euch gerichtet. Nur eine falsche Bewegung und ihr seid tot. Wer sind diese Typen und was wollen die? Sind das vielleicht Überbleibsel der kaiserlichen Armee? Ah, ich hab sie, haben es auf Kohlziffer abgesehen. Pass jetzt gut auf, ich hab einen Plan. Aber du musst sie für eine Weile ablenken, ja? Was hast du vor? Vertrau mir einfach, kannst du das? Geht klar. Hey, was soll das Getuschel, ihr Lemminge? Her mit den Sword Devices oder es gibt gleich ein Donnerwetter! Erwache zu neuem Leben, o gigantischer Drache des Unglücks, der du in der weltlichen Welt gefangen bist. Werde zum Gegenwert aller Begierden. Fafnir! Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin jetzt ready. Ihr Kanaillen habt uns den Tag versaut. Danke auch. Das zahle ich euch jetzt heim. Ha! Weibergewäsch! Umzingelt sie! Wise Blood. Und ciao. Donna und Doria. Der göttliche Dragride Fafnir. Seine Fähigkeit ist es, in die Zukunft zu sehen. Wie? Leisha? Philly? Was macht ihr denn hier? Was geht dich das an? Hier in der Nähe gibt es eine tolle Eisdiele und die wollten wir halt mal bei schönem Wetter ausprobieren. Was dagegen? Und wie es der dumme Zufall nun mal so will, sind wir leider auf euch Torfnasen gestoßen, kapiert? Und was soll diese alberne Verkleidung? Ja, wie? Verkleidung? Ich lauf doch immer so rum, blöder Kerl. Da hat's grad jemand eilig. Was soll denn das werden? Weg da, Alte! Du stehst im Weg! Heftige Aktion. Es ist ziemlich lange her, meine junge Herrin. Wie immer voller Energie und Tatendrang. Dito, alter Ries, Dito. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Sie ist der Butler, von dem ich sprach. Der Butler der Einvolk-Familie. Was machen Leisha und Philly eigentlich hier? Die haben doch damit gar nichts am Hut. Passt, wir stören doch niemanden. Sagen Sie, meine Herrin, wer ist denn eigentlich dieser junge Knabe? Na, das ist mein Geliebter. Freu dich doch für mich. Was, ich soll mich über diesen Chorjungen freuen? Ja, na klar. Er ist der Prinz des ehemaligen Kaiserreichs. Er heißt Lux Arcadia. Er ist jetzt mein Klassenkamerad. Damit hat doch hoffentlich keiner ein Problem. Und ob ich ein Problem damit habe? Lux hat mir schließlich... Bitte reiß dich jetzt zusammen, Leisha. Darüber können wir uns doch auch später unterhalten. Das kann warten.
Nun, junge Herrin, um ehrlich zu sein... Oh la la, gestern Nacht ist ein Engel vom Himmel gefallen. Lord Balserit, das gemeinsame Abendmahl findet doch erst morgen statt. Aber ja doch, gewiss. Das habe ich nicht vergessen, meine Gute. Aber ich wollte mir mal mein zukünftiges Täubchen aus der Nähe betrachten, wenn ihr gestattet. Ihr Ruf eilt ihr weit voraus. Sie ist tatsächlich so schön, wie man sagt. Bisschen mehr Sitzfleisch und Spaßkugeln und sie ist perfekt. Ach, wo bleiben nur meine Manieren? Ich heiße Balserit Kreuzer, claro. Oh, er gehört zum großen Hochadel. Die Kreuzer sind eine ehrwürdige, traditionsreiche Familie aus dem alten Kaiserreich. Ich wollte meiner jungen Herrin Lord Balserit morgen vorstellen und dazu die Verlobung bekannt geben, so wie es mit uns besprochen wurde. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber ich bin derzeit glücklich in festen Händen und somit besetzt. Stimmt's oder habe ich recht, Lux? Ja, wir sind fest zusammen. Lux wie der Lux. Ach stimmt, du bist doch ein Überlebender der alten Kaiserfamilie, am I right? Du hast bestimmt schon mal was von unbesiegbaren Schwächling gehört. Lux hat all die Turniere gewonnen. Ich mach mir ja gleich ins Höschen. Du hörst mir jetzt besser genau zu, Täubchen. Der Knilch ist nicht mein Niveau. N-I-W-O, nicht mein Niveau. Und du hast fettige Haare. Was sagst du da? Und eine Hochzeit mit mir kannst du dir auch in die Wolle schmieren. Im Leben nicht, wäre ja noch schöner. Wir kennen uns nicht, das kann von mir aus auch so bleiben. Gut, verstehe. Dann fordere ich den Lumpenprinz zu einem Duell. Und zwar zu einem Drag-Ride-Duell. Seid ihr euch da ganz sicher? So sicher wie das Amen in der Kirche, also Amen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als dir eine Lektion zu erteilen. Das klingt spaßig. Ich klinke mich da mal ein und schlage vor, dass wir ein Couple-Duell organisieren, einverstanden? Ich möchte, dass du und Alteris ein Team bilden. So soll es sein. Dein Wille geschehe. Wir sehen uns am Abend in 3 Tagen. Ich bereite alles vor. Taucht ihr nicht auf, gesteht ihr automatisch eure Niederlage ein. Ich werde da sein. Ha 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 ha